So, liebe Leute, wir sind zurück auf der Netherschwingen-Scherbe und wir müssen noch ein paar Belgar einsammeln. Wie das klingt, als ob ich mit Belgar nicht halt die heute meinen würde, sondern irgendwelche Kinder. Aber nein, nein, es geht tatsächlich noch um ein paar Belgar. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das jetzt zu Ende mache. Ich werde da maximal 5 Minuten jetzt Zeit investieren, um den Schmarrn hier zu erledigen. Entweder schaffen wir es in 5 Minuten. Oder ich werde wieder zurück nach MOP gehen. Hat auch den Grund, dass ich dann davor halt noch kurz nach Sturmwind gehe und in Sturmwind kurz meine Kirschnerei verbessere. Weil wenn wir da die ganze Zeit mit 5,25 rumlungern, ohne dass wir irgendwie besser werden können, dann ist das irgendwie doch jedes Mal irgendwie so ein kleiner Schlag ins Gesicht, wenn ich hier irgendein Wildtier Kirschner. Weil ich einfach dafür nichts mehr bekomme. Natürlich, ich bekomme noch das Leder, aber ich lerne halt nicht mehr. Ich bekomme keine Skillpunkte. Und das ist natürlich ein bisschen blöde. Den haben wir aber noch nie beim First Hit erledigt, ne? Also das war entweder gerade ein extrem hoher Crit. Oder wir sind seit letztem Mal stärker geworden. Also ich finde dieses kristalldurchdrungene Leder hier vom Icon, vom reinen Bild im Inventory. Ich weiß gerade gar nicht, wie nennt man dieses Bild hier, dieses Vorschaubild. Na, das meine ich auf jeden Fall. Das sieht richtig wertvoll aus. Keine Ahnung. Vergleich das mal mit diesem normalen Knotenhautleder. Richtig krass. Irgendwer ist über mir. Ein Hordler, der, wenn er Lust hat, mich eben kurz snacken könnte. Mal gucken, ob er das macht. Wenn er das macht, ist unser Ausflug hierhin sowieso erstmal beendet. Aber das habe ich ja auch schon mal erklärt. Wir sind hier wirklich im Feindesgebiet. Und wir haben es ja auch schon gesehen. Also das sind nicht wenig Leute, die hier questen und die noch den Netherdrachen wollen. Es ist einfach ein cooles Mount und nach wie vor haben es die wenigsten. Da ist zum Beispiel ein Schamane, der mich hoffentlich nicht angreift. Nee, das ist auch kein Schamane, sondern ein Mage. Der mich aber auch nicht angegriffen hat. Das muss man ja mal eingestehen, aber der lootet seine Ads nicht, aber warum auch? Ich frage mich dann allerdings eben, warum er die killt. Man muss doch die Kristalle einsammeln, oder nicht? Aber wenn er die looten würde, müsste ich die kirschnern können. Aber ich kann sie nicht kirschnern. Also hat er sie nicht gelootet. Oder der hat nur, Dingens drin. Dass er alles plündert. Wie heißt denn das nochmal? Schnell plündern. Um Gottes Willen, habe ich das schon wieder vergessen hier. Ja, Schnellplündern hat er vielleicht nicht drin und pullt dann halt echt nur das raus, was er braucht. Also diese Kristalle oder irgendwelche Eier. Übrigens, ihr seht jetzt mal eben kurz, wie viel Glück wir das letzte Mal hatten, dass wir hier die Eier gefunden haben. Wir sind jetzt hier schon wirklich eine ganze Zeit lang am Kirschnern und haben noch nicht ein einziges Ei gefunden in den Ads hier. Also wir haben auch schon einige Ads umgehauen. Und das ist einfach schon wieder... Das zeigt einfach wieder mehr als deutlich, dass hier doch noch einiges an Glück zugehört, um diese Eier zu finden. Nehme ich auch nochmal eben mit hier. Jetzt haben wir ein bisschen mehr Glück gehabt. Ein paar Mal hintereinander einen Balk bekommen. Also ich finde die Zahl nach wie vor absolut utopisch und übertrieben. Dass es tatsächlich jemanden geben soll, der diese Quest tagtäglich hier erledigt, halte ich für maßlose Übertreibung. Also das wird es nicht geben. Also da muss einer diesen Drachen schon extrem gerne haben wollen, damit er wirklich Tag für Tag diese Kirschnerei-Quest macht. Es ist einfach eine elendige Drecksarbeit, die zeittechnisch überhaupt nicht entlohnt wird. Also... Du kriegst dann nachher wie viel Ruf? 250? Für 15 Minuten Arbeit? Absolut unverhältnismäßig.
Aber ich habe mich darüber ja schon aufgeregt. So, letzter. Zack. Ab geht's nach Sturmwind. Nee, nicht zum Sanktum. Nach Nee, was mache ich denn hier? Sturmwind. So, jetzt aber. Jetzt aber. Ich will ja nach Sturmwind. Eben, aha, könnte ich auch noch mal eben kurz checken. Wir haben ja noch einiges im Inventory eben kurz verkaufen. Also die Besorgungen, die man machen muss, wenn man in eine größere Stadt kommt. Das ist in World of Warcraft nicht anders als im Real Life. Aber meine Bubble ist unsichtbar. Ach ja, wenn das doch alles weg wäre. Ich gehe mal jetzt zu Fuß. Vielleicht hilft das. Auch wenn ich es nicht glaube. Und man dann halt auch mal für eine kurze Zeit so ein paar Lags. Es geht dann halt alles Hand in Hand und immer alles zusammen. Wo ist hier ein Händler? Hier drin müsste einer sein, im Alchemiebedarf. Ich kaufe und handle. Da wollen wir doch mal jetzt ein bisschen was loswerden. Das kann alles weg. Es ist ja nicht so, als ob ich hier tatsächlich diese Harmoniepartikel brauchen würde, aber ich bewahre sie jetzt einfach mal auf. Einfach aus, im Zweifel aus nostalgischen Gründen. Außerdem können wir uns dafür später ja trotzdem noch was kaufen beim Händler. Also vielleicht auch noch ganz, was ist das denn hier? Das ist ja absoluter Schmarrn hier. Was haben wir denn damit? Wir sind doch nie wieder in der Eiskrone. Siegel des Stra... Ach so, ah ja, aus dem Dunkelmond-Jahrmarkt-Turnier. Da haben wir das Teil bekommen, diese Siegel. Und wenn man irgendwie so und so viel Siegel hat, konnte man sich irgendwas kaufen. Dann müssten wir da wieder hin und mehr von diesen Siegeln holen. Dailies machen. Also wenn man möchte, kann man hier immer noch mehr als genug Dailies machen in World of Warcraft. Es ist nicht so, dass die von der Erdoberfläche verschwunden sind. So, hier ist ein Briefkasten. Na komm. Im Zweifel wird es übrigens so sein, dass ich diese Items, die ich hier bekommen habe, die Rares auf meine Gildenbank tue und dann einfach nicht verkaufe. Aber noch habe ich ja die Hoffnung, dass wir es loswerden. Das auch hier. Das Fleisch ist halt, das ist halt diese Sache mit dem Buff-Food. Man wird es einfach nicht mehr los. Es ist einfach, sobald du solche Mets nicht mehr benötigst für irgendwelche Kochkünste, und seitdem man auch für die Kochkunst einfach nicht mehr zwanghaft von vorne bis hinten jedes Rezept durchkochen muss, dann wird man das Zeug einfach nicht mehr los. Das war ja früher tatsächlich so, dass du beim Kochen wirklich solche Uraltrezepte wirklich zubereiten musstest. Das heißt, es war eine richtige Assi-Aufgabe, Kochkunst hochzubekommen. Das wurde natürlich mit MOP alles komplett zunichte gemacht. Aber ich erinnere mich noch tatsächlich an Zeiten. Hier ist es nichts wert. Ich erinnere mich tatsächlich noch an Zeiten. Da war das Hochskillen so eine Sisyphus-Arbeit, das ist unfassbar, unfassbar. Das war, das war der Grund, warum man oft eigentlich darauf verzichtet hat, Kochkunst hoch zu skillen. Hier, guck mal, die Lederhautfetzen sind mehr wert als das Leder. So viel dazu. Schöner Markt. So, Auenerde werde ich auch noch los vielleicht. Ja, komm. Der Rest ist egal. Dann jetzt aber noch das Wichtigste. Was ist denn da für ein Daily? Ach, ist das ein Blinktron? Das ist ein Blinktron. Und zwar der neue. Thanks for the present. Oh, hier ist der Kirschner-Lehrer. Braucht ihr Hilfe? Zack.
erlernen. Na also. Endlich. Jetzt kommen wir bis 600. Ach ja, genau. Einmal kurz ins Present reingucken. Crap. 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 Macht euch immun gegen manche Ärgernisse. Bleibt aber über den Tod, bleibt über den Tod hinaus bestehen. Ärgernisse schließen Glaubenssprung, Fähigkeiten zur Bedrohungsumleitung und manche Gerätschaften wie den Wechselblaster ein. Ah, okay. Wenn ich das Ding aktiviere, kann ich aus großer Höhe fallen und überlebe den Fallschaden. Beziehungsweise kriege keinen Fallschaden, weil der weggemacht wird. Aber ich denke nicht, dass das auf normalen Schaden zählt. Das wäre ein bisschen lächerlich. Ich weiß es aber nicht. Das ist ein komisches Item. Aus dem Blinktron gibt es sowieso immer sehr komische Items, die man teilweise gar nicht zuordnen kann. Wo muss ich hin? Ja, können wir hier hin. Ein Hauch von Sorge. Gibt's wieder den coolen Wasserschreiter, der jetzt wieder unsichtbar ist. Das ist der Tarnmodus, ja, nicht erschrecken. Alles Absicht. Oh, jetzt ging's sogar schnell weg. Wenn der PC sich erstmal so ein bisschen eingekriegt hat... Geht das ja alles auch. Man macht da weniger Zeter rein, aber wenn der so frisch neu hochgefahren wird und dann geht man gleich volle Karacho Röhre drauf los und fängt an zu rennen, dann fängt an Fraps zu starten, World of Warcraft zu starten, andere Programme zu starten. Und macht ihm das ein wenig zu schaffen. So. Wen haben wir denn hier, Gutes? Hier hat er mich noch nicht geladen. Nehme ich mal an, denn wir müssen hier hin. Ja, jetzt kommen sie langsam. Ach du Schande, hier ist ja eine ganze Ecke nicht geladen. Ein Hauch von Sorge. Alter. Was greifen die denn jetzt hier wie die Wilden an? Ja, lächerlich gewesen. Bleib drinnen, Hane. Wer ist denn Hane? Ah, hier, sanfte Mutter. Doch noch eine Quest für uns. Zwei! Haltet eure Augen und euer Herz offen. Nektar, Hauchmust. Damit sollen wir Brände löschen. Wenn es brennt, dann habe ich hier große Chancen auf Lexa. Jetzt geht's. Jetzt ist alles klar. Es ist immer der Anfang. Es ist immer der Anfang, wo wir so ein paar Probleme haben. Wenn er sich dann einen bekommen hat. Dann ist alles nur noch halb so wild. Hallo. Die nächste Runde geht auf. Da haben wir ein Feuer. Wie ist denn die Reichweite? Ach so, wir brechen den aus. Ach du Scheiße. Ist auch eine doofe Idee, also ganz im Ernst. Was soll man davon halten? Da waren sie wahrscheinlich gerade selber am Apfelmus trinken, als sie das gedacht haben. Wir machen es mal so. Man löscht das Feuer, indem man auf das Feuer bricht und weil man davor zu viel Alkohol getrunken hat. Frage, ob der Strahl bis da oben hinreicht. Sehe ich nämlich nicht. Da müsste ich doch hochfliegen, ne? Und ich kann hier nicht fliegen. Da muss ich wohl die Feuer nehmen, die hier auf dem Boden sind. Funktioniert ohne Problem. Das sind mal ganz schön viele Feuer, muss man schon sagen. Hm.
Komisch, warum? Ach so, hat er jetzt gezählt oder hat er nicht gezählt? Berichtet mir von euch. Komische Sache. Weiß jetzt gerade nicht, ob der getriggert wurde. Oh, der hat irgendeinen Buff gehabt, den ich ihm hätte purchen können. Shit. Muss ich mal genauer drauf achten. So, ihr seid frei. Ja, die Feuer sorgen schon dafür, dass meine FPS ein bisschen droppen. Letzter Verbrenner, den ich in diesem Part erledigen werde. Zack. So. Da ich es ja nicht übertreiben möchte und der letzte Part schon relativ lang war und ich nicht jedes Mal irgendwie so 25 Minuten Parts raushauen möchte. Ich glaube einfach, dass das in World of Warcraft unangemessen wäre. Wobei ich auch, das ist auch so eine Frage, die ich einfach generell hätte. Also ich finde eigentlich die Länge von 15 bis 17 Minuten eigentlich ziemlich perfekt für Videogames. Also könnt mir gerne erzählen, wenn ihr was anderes meint, wenn ihr das anders denkt, wenn es genügend wären, würde ich mich dann daran halten. Also ich habe, wie gesagt, für mich macht es keinen Unterschied, ob ich 20 Minuten oder 25 Minuten Parts oder 15 Minuten Parts mache. Dann nehme ich halt 10 Minuten länger auf. Das ist auch von der Upload-Zeit hält sich das absolut in Grenzen. Und deswegen kann ich das gerne machen. Aber ich finde es eigentlich ganz in Ordnung, 15 bis 17 Minuten. Also ja, könnt ihr mir gerne mal schreiben, was ihr davon haltet. Habe ich, glaube ich, schon mal irgendwann gefragt, aber Meinungen ändern sich natürlich auch. Gut, wir hören uns das nächste Mal. Macht's gut, ciao.